Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. In diesem Video zeige ich euch 5 Übungen, die ihr mit der Kettlebell unbedingt machen solltet, um stärker, muskulöser und fitter zu werden. Viel Spaß dabei! Wie gesagt, Freunde, 5 Übungen mit der Kettlebell. Eine Kettlebell ist ein extrem gutes Trainingswerkzeug. Ist funktional, es gleicht viele Sachen dem der Kurzhantel, aber bei der Kettlebell ist halt der Schwerpunkt anders. Er ist seitlich außen, das heißt, es zieht einen auch zur Seite weg. Man muss viel mehr ausgleichen. Also, Stabilitätstraining mit der Kettlebell ist wunderbar. Deswegen zeige ich euch jetzt 5 Übungen, die ihr unbedingt mit der Kettlebell machen solltet. Übung Nummer 1. Der Kettlebell Swing. Beim Kettlebell Swing, ganz egal welche Swingart, aber der normale Kettlebell Swing, unterstützt die Hüftmuskulatur, die Hüftexplosion, die Beine, den Po, den Rumpf. Es ist eine komplette Stärkung eurer Körpermitte dabei, wenn ihr sie richtig macht. Ihr solltet ständig den Bauch anspannen, ständig auf Spannung mit eurem Po und euren Beinen sein. Den Rücken immer gerade, die Brust raus und dann auf Spannung arbeiten. So macht ihr die besten Ergebnisse. Nächste Übung ist die Figur 8. Ganz klar, ihr seid auch hier komplett in Spannung. Ihr spannt euren Bauch an, ihr habt Rumpfspannung sozusagen. Eure Hüfte wird benutzt durch diese Kniebeugebewegung. Deswegen, wenn ihr oben seid, Po anspannen. Eure Beine werden wieder genutzt, Oberkörper wieder gerade lassen, Brust raus und schön gerade den ganzen Oberkörper lassen. Und dadurch, dass ihr eure Arme, eure Schultern werden benutzt, eine komplett wieder funktionale Übung, die mehrere Gelenke und mehrere Muskeln einbezieht. Super Übung, die halt wirklich, wenn ihr dann auch auf hohem Gewicht seid, sehr, sehr, sehr anstrengend sein kann. Die nächste Übung, die Nummer 3, ist Türkisch Get-Up. Türkisch Get-Up ist für mich eigentlich eine mit der essentiellsten Übung mit Kettlebells, wenn man mit Kettlebell arbeitet, weil diese Übung extrem fordernd ist. Besonders wenn das Gewicht auch höher ist, als man eigentlich denkt. Weil, das meine ich damit, wenn ich mit einer 16er Kettlebell den Turkish Get-Up mache, kommt mir das recht leicht vor. Weil wir es gewohnt sind, wenn wir schon Muskulatur haben, Stabilisationsmuskulatur, fange ich aber an, weil mit einer 24er oder 28er Kettlebell, was in dem Sinn für uns, wenn wir jetzt überlegen, beim Bankdrücken 100 Kilo hochbewegen und mit einem Arm dann halt 28 oder 24 halten, nicht viel ist. Aber dadurch, dass wir komplette Spannung halten müssen, wir müssen den Bewegungsablauf, unser Bauch, durch diese Hochbewegung wird gecrunched und versucht mal 30 Kilo hoch zu crunchen mit eurem Körper. Da ist schon ein bisschen was dahinter, dann euch aufzurichten. Ihr müsst komplett Spannung halten. Der komplette Core muss arbeiten. Ihr müsst Po-Spannung halten, wenn ihr in der Hocke seid, dann den Lunge macht und das Ganze rückwärts. Das heißt, ihr habt einen kompletten Ablauf nach vorn und nach hinten. Absolut geniale Übung. Diese sollte man definitiv in sein Training mit Kettlebells einbauen. Dann kommen wir zur nächsten Übung, zur vierten Übung. Clean and Press. Der Clean ist das Kreuzheben hoch in die Rack Position und dann den Press, das Schulterdrücken. Wieder eine komplette Übung für mehrere Muskelstränge, für mehrere Gelenke. Also Ganzkörperübung. Mega, wenn das Gewicht natürlich nachher ziemlich hoch wird, dadurch, dass man es einarmig macht, wird es schon sehr anstrengend.
der Clean eher weniger, doch diese Position ins Rack zu bekommen, ist dann die Anstrengung. Das Rack halten und dann der Press. Da wird es dann schon mit höherem Gewicht doch schon sehr anstrengend. Letzte Übung, Nummer 5, ist der Kettlebell Thruster. Wieder eine Komplettübung für mehrere Muskelstränge und Gelenke. Wir haben hier auch wieder das Überkopfdrücken, diesmal den Push-Press und die Kniebeuge in einer Bewegung. Wir beugen und pressen. Das kann man zum Beispiel als Finisher nehmen oder auch schwer gestalten. Da würde ich auch nicht so viele Wiederholungen machen, weil hier die Schulter sowieso am schnellsten versagt als die Beine. Aber das ist eine Kraftausdauerübung am besten. Deswegen hier nicht zu viel Gewicht und am besten sogar noch mit beiden Armen. Sonst müsst ihr immer wechseln. Also, dass man seine Wiederholungszahl auf der einen Seite macht und dann die andere. Da haben die Beine noch mehr zu tun. Absolut ekelhafte Übung, wenn es in den Kraftausdauerbereich geht. So, Freunde, das waren die 5 für mich mit genialsten Übungen mit der Kettlebell, die ihr in euer Kettlebell-Training einbauen könnt. Mit diesen Übungen kommt ihr sehr gut voran. Ihr werdet stärker, muskulöser, weil viele Gelenke genutzt werden, viele Muskelstränge und ihr baut so sehr gut Körperspannung auf. Ihr werdet auf jeden Fall einen guten Core bekommen. Das heißt nicht, dass ihr hier das Sixpack seht, sondern diese Core-Spannung. Ihr baut ringsrum um euren Core Muskulatur auf. Ihr werdet so nicht so anfällig für Rückenschmerzen oder sonst irgendwelche Bewegungen, wo viele Probleme haben. Das ist immer wichtig. Wenn ihr Fragen habt zum Kettlebell-Training, schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Lasst, wie gesagt, Fragen da. Bombardiert mich. Ich beantworte sie für euch. Oder wenn ihr Videoideen habt, dann mache ich ein Video drüber. Schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.